Jetzt mal ohne Kack, guckt euch doch mal die Grafik an, das sieht so krass gut aus. Good adventure needs good weapon. Okay, ja, das ist richtig. Ich mag den. So, dann lasst uns doch erstmal gucken, wie wir so eine Rune anlegen. Das wüsste ich nämlich jetzt auch gern. Wir haben hier Fähigkeit. Ach du alle Welt, was ist das denn? Fähigkeitsrunen kannst du im Runator anlegen. Runator. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zugucker und Zuguckerinnen. Und herzlich willkommen zu einem Angezockt von dem Spiel Undecember. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, tatsächlich. Das ist ein Hack-and-Slay-Spiel wie Diablo. Ist jetzt neu auf dem Handy rausgekommen, glaube ich. Hat eine unglaublich gute Grafik. Das Pay-to-Win-System ist weitaus besser als bei Diablo. Weitaus besser. Und wieso? Dann auch nicht mal anzocken. Ich habe mir schon mal einen Charakter erstellt. Ich würde sagen, wir belassen es auch einfach mal bei dem Tutorial. Das muss ich ja nicht nochmal zeigen. Es war halt einfach so, wir hatten einen super Imba-Charakter, haben zeigen oder uns wurde gezeigt, was so alles geht. Und ja, also jetzt nichts Spannendes. Und jetzt sind wir natürlich ein absoluter Dulli auf einem Schiff. Das sind wir übrigens hier gerade. Wir sind ein absoluter Dulli und werden auf unserem Schiff bzw. auf dem Reitervieh angegriffen. Ja, Story würde ich jetzt auch einfach mal vernachlässigen. Ich möchte euch einfach nur mal das Gameplay zeigen, wie das so mit dem Kämpfen funktioniert, mit den Fähigkeiten, mit dem Looten und Pipapo. In dem Sinne würde ich sagen, Attacke. So, und da sind wir auch schon. Wir sind auf dem Sandgeher. Könnt schon sehen, das Interface sieht schon aus wie Diablo. Also links Lebensleiste, also unten dieser Knubbel. Rechts die Mana-Leiste. Und dann reden wir einfach mal mit Felix. You're looking for your friend. Sorry, but as you can see, I'm a bit occupied at the moment. Das ist richtig. You'll find him on deck somewhere, but you'll have to find him yourself since I can't help you right now. Hey, Wynn, let our guest here pass through. Ah, nice. Ja, perfekt. Vielen Dank, dass du die Tür aufmachst. So, finde raus, wo Pan ist. Dann such mir doch mal Pan. Das sieht, jetzt mal ohne Scheiß, die Grafik ist echt krass gut. Also, wow. Das ist halt einfach jetzt hier so ein Sandgeher. Und wir gehen jetzt einfach mal hier runter. So, überall sind Dims. Okay, hier. Ah, nice. Okay, was war das? Da war ein Pfeil einfach. Krass. Wunderbar. Ah ja, guck mal, unsere unsere EP-Anzeige ist auch unter den Heiltränken. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ich mag es immer zu wissen, wo ich gerade bin. So. Angus. Na, kommst du her? Können wir die platt machen? Nö. Noch nicht. Also, der Gore-Faktor ist bei dem Spiel natürlich nicht zu missachten. Der ist schon ein bisschen größer. Ich habe jetzt natürlich hier nur den einen Skill und der zielt auch nicht ganz automatisch tatsächlich. So ein bisschen schon, aber auch nicht hundertprozentig, wie ihr seht. Ah, er hat mich fast gekillt. Ups, jetzt bin ich auf den falschen Knopf gekommen. So, was haben wir denn mit dir? Oh, I thought I was done for. Thank you. Hm? You're looking for your friend. But the deck is even more dangerous than here. You should at least take this with you. Although I'm not sure if it'll help out. Geil. Ich habe eine Quest abgeschlossen und Zeug bekommen. Was ist das hier? Eine Combo. Angriff, Nahkampf, Waffenreichweite. Greift den Gegner zweimal mit der Waffe an. Verursacht bei Treffern noch schnelleren Schaden durch Rasereieffekt. Schnellschuss. Das ist natürlich praktisch. Feuert mehrere Pfeile in eine gerade Linie ab, die den... Oh, cool. Was haben wir hier? Zauber. Wirkungsbereich Schlagfeuer, Geschoss. Schleudert ein Feuerball. Junge. So, dann lasst uns doch erstmal gucken, wie wir so eine Rune anlegen. Das wüsste ich nämlich jetzt auch gern. Wir haben hier Fähigkeit. Ach, du alle Welt, was ist das denn? Fähigkeitsrunen kannst du im Runator anlegen. Runator. Wähle eine Fähigkeitsrune aus, ja. Wähle einen Platz aus, um die Fähigkeitsrune anzulegen.
Das Verbinden einer Brückenrune mit einer Fähigkeitsrune erzeugt einen zusätzlichen Effekt. Aha. Du kannst eine Fähigkeitsrune mit einer Brückenrune verbinden. Wenn die Brückenrune die gleiche Farbe wie der Platz der Fähigkeitsrune, wähle eine Fähigkeit, um zu sehen, welche Brückenrune damit verbunden werden kann. Okay, bin ich gespannt. Das ist eine Brückenrune. Ja, mach ich doch. So. Drücke auf Registerkarte, Fähigkeit anlegen. Ah ja. Wähle eine Fähigkeit aus, um sie auf dem Fähigkeitsplatz zu registrieren. Ah ja. Okay. Standardangriff. Das ist einfach nur der Schnellschuss. Okay. Aber ich würde gerne den wenigstens dahin packen. Okay, krass. Ich bin tatsächlich überrascht. Wie geht das jetzt hier? Holy shit. So, dann heilen wir uns lieber mal. Was ist jetzt mit dir, Angus? Wow. You must be a rune hunter. That's a relief. I hope you found your friend. Liam, clear the path for our hunter. Perfekt. So, besiege den Kommandosoldat Alray. Jetzt mal ohne Kack. Guckt euch doch mal die Grafik an. Das sieht so krass gut aus. Und ich hab wirklich nur ein Mittelklasse-Handy. Ich habe jetzt das neueste Handy aller neuesten. Also die Grafik ist schon sehr, sehr butterweich, könnte man sagen. Und gut auflösen. Ich habe es auf einer hohen Einstellung tatsächlich. Ah, guck mal, jetzt zieht er doch ein bisschen automatisch. Ist halt die Frage, wie es ist, wenn wir dann gegen mehrere Monster kämpfen. Aber das werden wir dann sehen. Ey. Ah, ich bin froh, dass es kein Autoplay ist. Ohne Scheiß, es gibt nichts Ätzenderes als ein Autoplay. Ah. Und wir werden auch nicht mit Level zugeworfen, wie ich gerade sehe. Das ist auch ganz nett. Man muss einfach auch für sein Level ein wenig arbeiten. Okay, du bist der Böse, oder was? Ausweichen kann ich aber nicht, ne? Nee. Ah, Loot, was automatisch aufsammelt, finde ich gut. There's literally no end to these tips, but this route had stayed relatively safe these days. What happened here? Hey, could you take care of these dips? We're all going down. Your friend. I'm guessing you're talking about that man. Okay, perfekt. Danke. So, und jetzt? Ah ja, der macht mir die Tür auf. Ich dachte, das Spiel wäre hängen geblieben. Geh zum Buch und finde Pan. Aber ich habe doch jetzt hier gerade... Ich habe doch hier gerade... was aufgenommen, oder nicht? Oder kann ich es nicht ausrüsten? Ich glaube, ich kann es noch nicht ausrüsten. Jetzt sag bitte nicht, dass mein Inventar noch nicht freigeschaltet ist. Ich habe doch gerade hier was aufgenommen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich hier was ändere. Vielleicht wird mir das noch gezeigt. Werden wir sehen. Wahrscheinlich ist es einfach noch hier das Tutorial-Level. Man kennt's. Oh, das ist aber... Oh! Ja, die sind alle weg. Wo sind die? Wo sind die restlichen? Da. Okay, das war knapp. Oh nein. Nein, ich wollte ihn noch retten. Ich wollte ihn echt noch retten, das hat aber leider nicht geklappt. Oh, shit. Okay, krass. Doch, sehr viel. Ich mache hier sehr, sehr viel Damage tatsächlich. Kann ich die nochmal hier aktivieren? Ach, guck mal, Pan. Was ist mit all diesen Dimms? Was ist hier? Ich wollte nur ein bisschen frische Luft fangen. Aber bevor ich die Situation entwickelt habe, hiding hier. Seem we can't just keep fending off the dimps that are crossing over. To end this, looks like we have no other choice but to use this ballista. Klar, ist kein Problem. Ich habe die Balliste zwar gerade schon aktiviert, aber wir machen das gerne nochmal. Oh, sag bloß, es gibt eine Cutscene. Oh, tatsächlich, krass. Okay. Okay. Ich bin nach wie vor beeindruckt von dieser Grafik.
Oh, krass! Alter, das war ein sauberer Kopfschuss. Oh nein, jetzt nimmt er uns mit. Das war jetzt nicht der klügste Plan, würde ich sagen. So. Well, ah. Rune Hunter, you made it. Thank you, please. Inform. Oh, Questbelohnung. Stahlhandschuhe der zweiten Gruppe, eine Identifizierrolle. Ja, gut, macht Sinn. Auswahlbelohnung. Okay. Sprungangriff. Rolle. Oh, das wäre Zauberdauerbewegung. Teleportiert nach vorne. Oh, kann ich nur eins auswählen? Ja. Oh nein. Okay, ich habe hier ganz viel Zeug freigeschaltet. Hauptquest begonnen. Nach der Bruchlandung. Durchquere. Ja, das machen wir jetzt gleich. Lasst mich mal kurz gucken. Also ich habe Handschuhe gekriegt, das weiß ich. Das haben wir eben gesehen. Aber ich kann... Ich habe kein Inventar, Alter, gell? Wo haben wir denn noch was? Fähigkeit ist Schwachsinn. Tagebuch ist wahrscheinlich hier... Oh krass, was haben wir denn jetzt? Gegenstandskompendium. Titel. Erfolge. Sieh dir auf dein Abenteuer erreichte Erfolge an. Finde dein Potenzial heraus und freue dich an. Ach, krass. Okay, das muss ich alles... Was ist das hier jetzt alles? Hauptquest, Bruchlandung. Zeig mal. The situation was already dire when you Alter! From the nightmare. Because the Sandwalker you were riding on was under attack by the Dims. Das ist ja geil. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja richtig cool. Wow. Also ich bin beeindruckt. Ich bin extrem beeindruckt. So, ich würde jetzt aber, wie gesagt, immer noch gerne mal mein Inventar. Sternbild kann es nicht sein, Relikt auch nicht, Begleiter aus nicht. Wenn dann aussehen, aber... Hm. Ich weiß nicht, was das ist. Auch das weiß ich nicht. Nee. Sorry, aber ich würde es euch gern zeigen, wie ich mich hier umziehe, beziehungsweise andere Sachen reinpacke. Ja gut, vielleicht gehört das noch zum Tutorial. Ach, mehr, noch mehr Dims. Na komm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tränke ich aufnehmen kann. Ich frag mich, wie groß diese... Ah! Kann ich das hier auch einklappen? Ich quere die... Ja, tatsächlich! Sehr, sehr cool. Oh Gott, Alter! Moment. Ich habe doch hier gerade noch eine neue Fähigkeit ausgewählt. Da sind sie. So. Müsste doch dann eigentlich... Schade, ist nicht blau. Ja, wir packen die einfach mal dahin. Was ist das hier noch? Feuerball. Aha, scheiße. Warte mal. Ich kann das alles nicht miteinander verbinden. Das ist ein bisschen ärgerlich, tatsächlich. Zauberschaden erhöhen. Außer das funktioniert einwandfrei, aber das kann ich nicht miteinander verbinden. Doch, könnte ich. Moment. Kann ich dich auch woanders hinpacken? Tatsächlich, dann kann ich dich dahin packen, was aber irgendwie nichts bringt, weil ich dich dahin bringe. Ah, jetzt siehst du mal. Dann kann ich dich doch darüber bringen. Oder auch nicht. Warum nicht? Es ist doch angrenzend. Ja, okay. So, was habe ich jetzt eigentlich für Sachen gemacht? Scheiße, Mann! Lass mal hier kurz gucken. Fähigkeit. Ja, dann das. Das nicht. Ach, das sind die unterschiedlichen Bäume. So, eine Fähigkeitsrune.
Dann ist das hier. Du rollst dich ein Stück nach vorne weg. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich die verwende. Okay, ich bin hier gerade ein bisschen lost tatsächlich. Was haben wir hier? Das nicht. Fähigkeitsrune. Ah, jetzt. Jetzt, ich war im falschen Bildschirm, es tut mir leid. So, Feuerball. Ja, packen wir doch den Feuerball mal darüber. Einfach hier draufklicken, das funktioniert einmal frei. Machen wir die Rolle auch dahin. So, Feuerball haben wir. Combo. Keine Ahnung, wir werden das einfach mal machen. Kann mit der aktuellen Waffe nicht verwendet werden, das macht nichts. Ah ja, hier, guck mal. Ach, wie cool. Oh, krass. Also, ich bin ja echt beeindruckt von diesem Spiel. Das ist richtig, richtig geil. Wow. Ich bin halt, ich weiß halt nicht, wie es jetzt aktuell mit dem ganzen kostenlosen Gedöns ist. Wann wir was kaufen können und wann nicht. Und wie es denn dann im Endgame aussieht. Aber so auf den ersten Blick, ganz ehrlich, geil. Aber es kann halt auch locken. Ich meine, es war ja bei Diablo, war es ja leider auch so, dass es die ersten paar Level gelockt hat und dann kam der Shop. Aber ich habe die Rezension hier mal durchgelesen von Andy Samberg. Da war alles cool. Also da haben die Leute auch gesagt, das ist weitaus besser. Und vertraue denen jetzt einfach mal. Ich weiß, es können auch irgendwelche gekauften Leute gewesen sein. Aber dafür waren die... Okay. Die Kommentare zu gut und zu einsehbar. Und auch sahen auf jeden Fall nicht nach Fake aus. Das wollte ich jetzt damit sagen. Okay, nehme ich automatisch einen Heiltrank? Kann das sein? Wow. Okay, das Spiel hat mich. Also was ich auf jeden Fall ausschalten muss, ist das automatische. Oh krass, guck mal, wie das aussieht, wenn man ein Level hochgeht. Geil. So. Was ich auf jeden Fall ausstellen muss, ist das automatische Heiltrank und Mana-Trank nehmen, weil das ist nervig, das will ich nicht. Moin! This path leads to Malo Front, the forward base of Aphros. What? You took down Soak? Runehunter, I don't want to blame you, but you shouldn't have done that. Those Dimps are now going to swarm in for revenge. We don't... Meinst du? Ist das so? Okay, das ist wahrscheinlich ein Teleporterpunkt oder was? Ah ja. Ne, es ist einfach nur wahrscheinlich eine Instanz. Oh je. Drücke auf die Schaltfläche Mini. Drücke auf die Schaltfläche, um das Sternbild zu öffnen, okay? Drücke die Schaltfläche Attributsinformation. Du kannst je nach deinem Spielstil frei in Stärke, Gesundheit und Intelligenz. Geschicklichkeit übrigens und Intelligenz investieren, okay? Drücke zurück. Drücke auf die Schaltfläche, um deine Attribute zurückzusetzen. Auf welche Schaltfläche? Da. Einführung erfolgreich abgeschlossen. 5 im Besitz. Da machen wir doch hier mal. Komm mal her. Ja, machen wir doch hier mal. Ich habe 5 Punkte, gell? Ja. Mehr geht nicht. Ja. Cool. Was ist das hier oben? Keine Eigenschaftspunkte. Okay, krass. Dann gehen wir hier mal raus. Okay, ich glaube, jetzt sind wir im offiziellen Game. Ach, krass. Ich kann hier drauf drücken. Das ist ja geil. Ich kann hier drauf drücken und dann laufe ich da automatisch hin. Das ist ja cool. Was haben wir hier? Oh je. Chat. Mach ich mal fort. Ist das hier oben? Beherrschung öffnen. The fuck? Deine Beherrschung entwickelt sich weiter, wenn du Verzaubern oder Alchemien nutzt. Beherrschung setzt sich aus der Verzauberungsbeherrschung und der Alchemiebeherrschung zusammen.
Du kannst durch Verwendung von Verzaubern und Alchemie Beherrschungs-EP erhalten. Die Steigerung deiner... Krass! Beherrschungsstufe gewährt dir Beherrschungspunkte. Verwende deine Punkte für die Option, bei der du die Option Effekte aktivieren möchtest. Zahle einen gewissen Währungsbetrag, um die zugewiesenen Beherrschungspunkte zurück... Okay. Okay, cool. So, was haben wir hier? Kann ich hier... Oh, nee. Der Shop. Der Shop. Was haben wir hier? Bündel. Kommen wir mal einfach zum Shop. Was haben wir hier? Zufallstruhe mit Gottes Resonanzstein. So, Verbrauchgegenstand. Komfort. Charakterkauflimit 30. Okay. Was kosten denn diese Edelsteine? Auf den Kaufbildschirm wechseln. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das will. Werbeaktion. Kontokauflimit. Das sagt mir halt alles nicht, gell? Achso, Kontokauflimit einmal. Runenverbesserungspaket. Okay. Also hier wird wahrscheinlich auch wieder mit viel Runen gemacht und bla. Ich will da eigentlich jetzt gar nicht durchsteigen, ehrlich gesagt. Ich finde das Spiel so cool, wie es ist. Wahrscheinlich wird man irgendwann mal was brauchen, aber ja. Endgame, man weiß es nie. Was haben wir jetzt hier? Was kriege ich dafür? Okay. Das noch nicht. Gesamtspielzeit. Ah ja. Ich verstehe. Danke. Was haben wir hier? Belohnung erhalten. Monatliches Anwesenheitsevent. Ach cool, guck mal. Stufenabschlusspass. Habe ich nicht. So, das ist dann der gewisse Battle Pass. Was ist das? Verlängert die Nutzungsdauer allgemeiner Begleiterfähigkeiten. Ah, mir schwand Übles. Was habe ich jetzt hier? Achso, hier tägliche Mission. Naja. Das. Ja, gut, hier, ganz ehrlich, da will ich gar nicht so viel zu sagen jetzt zu dem Shop. Also, ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Aussehen. Kann ich jetzt vielleicht meinen Scheiß mal ändern? Nee, irgendwie nett. Kann ich meine Ausrüstung jetzt ändern? Weil ich habe doch eben einen Helm gekriegt. Nö. Ich raff's nicht mit diesem System, gell? Ankündigung brauchen wir nicht, Soziales auch nicht. Begleiter. Was machen denn jetzt die Begleiter? Du kannst einen Begleiter rufen, der sich in deinem Besitz befindet. Der gerufene Begleiter folgt deinem Charakter. Ja, macht Sinn. Wenn die Begleiterfähigkeit aktiviert ist, erbeutet dein herbeigerufener Begleiter automatisch Gegenstände vom Feld und ermöglicht auch das Verkaufen oder Zerlegen von Gegenständen. Ach, das ist cool. Okay. Ach, dich habe ich. Cool. So, was gibt's jetzt hier? Es gibt hier auf jeden Fall... Komm, lass mal zu den Kaufbildschirm gehen. Was passiert? Kaufbildschirm. Diamanten. Oh je. Okay. Warte mal, was kriege ich denn? Diamant? 455 Diamanten. Oder 44 Diamanten sind 1,19 Euro und 400 bla Diamanten, 455 sind 12 Euro. Okay. Was kostet denn dieses Kackvieh jetzt von eben? Ich meine 400, oder? Das heißt, ich würde dann 10 Euro für so ein Ding bezahlen. Ja, ist okay. So. Jo. Was ist jetzt unsere Quest? Charaktereinführung, verzaubern. Ja, komm. Sprechen wir mit ihm nochmal kurz. I'm glad to see that you're unharmed. I couldn't find you after the crash, so I had no choice but to make my way over here alone. I hope you're not angry. Honestly, it was my first time. There were dimps at the canyon? I didn't see any. That's probably why Guard Captain Poshi was looking for you. Okay, wir haben Rückkehrrolle. Was haben wir hier noch mehr? Auswahl. Flächenschuss. Komm, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ach, kacke, das Spiel hat mich, ehrlich gesagt. Kacke, Mann. Das Spiel hat mich. Einführung. Was haben wir hier? Zerlegen. Ausrüstung. Good adventure needs good weapon. Okay, ja, das ist richtig. Ich mag den. Hier, guck mal. Wie registrieren. Warte mal, wie registrieren? Jetzt sag bitte nicht, dass ich das registrieren muss, damit ich es auswählen kann, oder was? Okay.
Okay. Nee, lernen. So, kann ich es jetzt auswählen vielleicht? Nö. Aus welchen Gründen auch immer. Ich hab ja Handschuhe. Das ist ja... Ich sag, das geht einfach noch nicht, weil Tutorial und was weiß ich. Bisschen doof eigentlich, weil man will ja auch seinen Scheiß direkt anziehen. Aber okay. Also, dann werde ich aber jetzt mal hier einen kleinen Schnitt machen. Ich hoffe, ihr konntet euch bei Andy Samer mal ein wenig angucken. Ihr fandet's cool, hoffentlich. Ach, guck mal, man kann sogar auch zoomen. Man kann auch ranzoomen. Das ist ja geil. Oh, krass! Und wie komme ich zurück? Also. Also quasi hinziehen und raus. Okay, cool. Das ist ja... So sehen wir übrigens aus. Okay, ich bin echt erstaunt. Alter Vater. Gut, aber in dem Sinne, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part, meine lieben Zugucker. Vielen Dank, haut rein und passt auf euch auf. Bis dann. Tschö, tschö.